Tim, du musst gleich duschen. Ja, ich komme gleich. Meine Mutter wollte nur etwas von mir, nur. Und ja, das neue Spiel ist voll cool. Es macht richtig viel Spaß. Ja, das finde ich auch. Noah, es gibt Mittagessen. Du hast es ja gehört, Tim. Ich muss auflegen. Okay, dann bis später. Ja, bis dann. Was gibt es denn? Kartoffeln mit Würstchen. Lecker. Ich gehe dann gleich mit Lia zur Schuleingangsuntersuchung. Was ist das nochmal? Dort wird geprüft, ob Lia schulreif ist. Ach so. So, wir gehen los. Alles klar, viel Erfolg. Hallo, meine Tochter Lia hat hier ihre Schuleingangsuntersuchung. Alles klar, ich brauche einmal ihre Versichertenkarte, bitte. Bitte schön, vielen Dank. Sie können im Wartebereich Platz nehmen. Lia, wenn du möchtest, dann kannst du beim Warten ein Bild malen. Oh ja! So, die Lia bitte. Ah, das sind wir. Sie können ins Behandlungszimmer 5 durchgehen. Alles klar. Hallo, ich bin Frau Dr. Fichte. Und wer bist du? Ich bin Lia. Schön, dich kennenzulernen. Und du hast auch ein wunderschönes Bild gemalt. Ich werde heute schauen, ob du schon bereit für die Schule bist. Freust du dich denn schon darauf? Ein bisschen. Ich finde es nämlich toll, dass ich im Kindergarten immer spielen kann. Aber in der Schule kann ich ganz viele Sachen lernen. Ja, das stimmt. So, ich brauche jetzt den Impfpass und das Untersuchungsheft. Hier, bitte. Dankeschön. Okay, das sieht alles gut aus. Nur die Schutzimpfung gegen Röteln fehlt noch. Ja, dafür haben wir nächste Woche einen Termin bei der Kinderärztin. Das ist gut. So, Lia, ich habe eine Kiste mit verschiedenen Sachen mitgebracht. Auf diesem Blatt fährst du bitte die Linien mit einem Stift nach. Okay. Das hast du toll gemacht. Kannst du denn schon deinen Namen schreiben? Ja, das kann ich schon. Toll. Was ist denn deine Lieblingsfarbe? Grün. Dann kannst du jetzt deinen Namen mit dem grünen Stift schreiben. Sehr schön. Jetzt basteln wir ein Haus. Oh ja, basteln. Dazu nehmen wir zwei Formen, und zwar ein Dreieck und ein Viereck. Du kannst dir jetzt zwei Farben aussuchen und die Formen daraus ausschneiden. Das Dreieck ist jetzt nicht so schön geworden. Das ist doch gar kein Problem. Jetzt kleben wir das Haus noch zusammen. Aber wir brauchen doch noch eine Tür und Fenster. Oh ja, da hast du recht. Das sieht ja richtig schön aus. Ich lege jetzt ein paar Seepferdchen auf den Tisch und du sagst mir, wie viele es sind. Das sind drei. Genau, und jetzt? Sechs. Ja, wenn ich jetzt vier wegnehmen würde, wie viele wären es dann? Zwei. Das stimmt. Nun werde ich dich messen. Hundertneunzehn Komma drei Zentimeter, okay. Und jetzt wiege ich dich noch. Das sind 23 Kilogramm. Nun gehst du bitte rückwärts bis zur nächsten Wand. Mit diesem Gerät werde ich deine Ohren überprüfen. Du wirst gleich einen Ton hören und sagst mir dann bitte, mit welchem Ohr. Du darfst jetzt mit dem Puppenhaus spielen. Währenddessen möchte ich deiner Mama noch ein paar Fragen stellen. Oh ja! Kann Lia sich denn schon alleine anziehen? Ja, aber manchmal helfe ich ihr noch dabei. Einige Zeit später. Also, du bist auf jeden Fall schulreif. Für dein Alter bist du sehr intelligent und auch total kreativ. Das ist ja schön. Ich bin sehr stolz auf dich, Lia. Du darfst dir jetzt noch ein Seepferdchen aussuchen. Danke! Ein paar Wochen später. Komm, Lia, wir müssen los zur Grundschule, dich anmelden. Okay.
Hallo, ihr seid die Anmeldeunterlagen. Vielen Dank. Hallo, Lia. Hast du denn schon einen Wunsch, mit wem du in eine Klasse kommen willst? Ja, mit meiner Cousine Emilia. Deinen Wunsch schreibe ich auf. Ich freue mich schon sehr, dich bald an unserer Schule begrüßen zu dürfen. Euch noch einen schönen Tag. Danke. Jetzt brauche ich nur noch einen Schulranzen. Ja, das stimmt. Wow, hier gibt es ja richtig viele Schulranzen. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Hallo, wir suchen einen Schulranzen für unsere Tochter. Alles klar. Hast du denn schon einen schönen gefunden? Ja, der ist toll. Dann probiere ihn doch mal an. Oh, der ist aber ziemlich schwer. Na, dann schauen wir mal weiter. Ich finde keinen, der mir sehr gut gefällt. Dann gucken wir später online. Ja, hier gibt es auch Taschen. Ich schaue mich mal um. Ach, das muss doch jetzt nicht sein. Guten Tag, wir möchten gerne diesen Ranzen zurückgeben. Meiner Tochter gefällt er doch nicht so gut. Alles klar. Mama, Papa, der Ranzen gefällt mir richtig gut. Den will ich unbedingt haben. Na, dann setz ihn mal auf deinen Rücken. Er sitzt gut. Ja, das sehe ich. Super, dann nehmen wir ihn. Juhu! Siehst du, Papa, dann war es ja doch gut, dass Mama noch nach Taschen schauen wollte. Ich hoffe natürlich, dass euch diese Geschichte gefallen hat. Dann lasst auch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.